Seid ihr herzlich willkommen, die aktuelle Liebesorakel. Und dann stellen wir die drei Fragen: Was denkt er, was ist sein Plan, wie fühlt er sich und was wird er tun? Die Hauptthema liegt hier in der Mitte und bedeutet Vertrauen. Bleib in Vertrauen, es wird alles gut sein. Und jetzt schauen wir an seinen Gedanken. Er möchte mit dir etwas mitteilen. Dieser Brief kann eine Nachricht sein, kann aber auch bedeuten, er erwartet, dass du schreibst. Und hier das Buch kann Schulungen sein. In diesem Zusammenhang kann ein Vertrag sein und er berichtet darüber. Oder er war bis jetzt verschlossen und jetzt schreibt er, zeigt mehr Offenheit. Oder kann auch bedeuten, dass er meint, du verheimlichst etwas und wartet, dass du dich meldest, und er braucht dieses Vertrauen. Wie fühlt er sich? Sehr wechselhaft. Oder die Störchen können auch bedeuten, dass er möchte eine Veränderung. Verändert sich seine Einstellung oder seinen Gefühlen und er kommt zum Leichtigkeit. Und er möchte mit dir auch über Gefühle sprechen. Was wird er tun? Du bist ihm wichtig und er möchte Sicherheit und Stabilität. Er hat das Gefühl, bei dir ist sicher. Er hat dieses Vertrauen, weil er fühlt sich bei dir angekommen, verwurzelt. Aber er hat auch Erwartungen, dass du ein bisschen noch Geduld ausüben sollst. Dieser Baum symbolisiert oft Geduld und bedeutet auch Ordnung und Heilung. Und das ist sein Bedürfnis. Also bleib in Vertrauen. Und das war die aktuelle Liebesorakel. Wenn dir diese Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn du das likest oder meinen Kanal abonnierst. Vielen lieben Dank und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.